Checken wir mal ab hier. Der gute FLX, ja, in Klammern Chaos Click, Madhouse One Take produziert Anno Domino, Anno Domini Nation, ja. Yeah. Flex. Chaos Click. One Take Shit. Ey, ich komme rein mit nem Fick, diese Szene. Flex ist am Mic, wird ihre Mähle dein Ende erteilen. Gibt ihnen Schläge, füll Fressen mit Blei, frisst deine Seele und schändet dein Life, nein Spaß. Außer ey, geiler Einstieg und direkt auch hier mit ABAB rumgeflexe, ja? Nice. Und dann sagt er aber Spaß. Füll Fressen mit Blei, frisst deine Seele und schändet dein Life, nein Spaß. Außer das mit Fick, diese Szene. Ich hab ja alles, sie mir nichts gegeben. Bis auf paar Regeln, die ich nicht vertrete. Und die hier jeder setzt, bricht wie ein Verräter. Acten auf Ehren, Männer doch reden. Sich gegenseitig nur schlecht für Moneten. Jetzt wird gerappt, ich entferne mich von denen. Merkt die ne, schlecht, ne, sich benehmen. Ne, von Rap von Moneten. Nein, hab mich jetzt von denen entfernten Planeten oder sowas. Gegenseitig nur schlecht für Moneten. Ne, nur für schlecht für Moneten. Jetzt wird gerappt, ich entferne mich von denen. Jetzt wird gerappt, ich entferne mich von denen. Ja, und das hat gesagt, nein, Spaß, ja. Und dann aber das mit der anderen Sache war echt. Ja, alles, sie mir nichts gegeben. Aber hier, fick diese Szene. Außer das mit Fick diese Szene. Außer das mit Fick diese Szene, das hat er ernst gemeint. Ich hab ja alles, sie mir nichts gegeben. Bis auf paar Regeln, die ich nicht vertrete. Und die hier jeder setzt. Aber hier, die ich nicht vertrete, das war halt ganz kurz nachgedacht. Ja, also man hört es auf jeden Fall. Ne? Der Kenner, der hört das direkt raus. Dass es halt ein bisschen überlegt war. Und die hier jeder setzt, bricht wie ein Verräter. Acten auf Ehren. Ich nicht vertrete und die hier jeder setzt, bricht wie ein Verräter. Acten auf Ehren, Männer doch reden, sich gegenseitig nur schlecht für Moneten. Jetzt wird gerappt, ich entferne mich von denen. Merkt ihr, mein Name ist nicht schwer zu verstehen. Flex, weil ich beat so wie Bretter zersäge, weil ich flexibel mit Pattern umgehe. Merkt diesen Namen, Flex. Flex, weil ich beat so wie Bretter zersäge. Weil ich Beats so wie Bretter zersäge. Weil ich flexibel mit Pattern umgehe. Weil ich flexibel mit Pattern umgehe. Weil ich mehr flexe als Keks im Mercedes. Und naja, gut Bro, in echt heiß ich Felix. Back to the... Ja, und gut Bro, in echt heiß ich Felix. Ja, das war nice, aber dazwischen war halt noch ein Zweckreim drin, ne? Als Keks im Mercedes und naja... Keks im Mercedes ist halt ein Zweckreim. Naja, gut Bro... Oder warte mal, Keks im Mercedes ist halt ein... Zweckreim schon ähnlich. In echt heißt ich Felix, back to the topic, ich grenze mich ab. Weg von den Songs mit dem schlechten Gesang. Nicht aus den Top-Hits und in den Geschmack. Nein, eure Top-Hits sind irrelevant. Nach einer Woche von Listen verbannt, weil euer Hotshit nur Kinder entflammt. Seid ihr bald am Flop. Aber auch geil, ne? Weil euer Hotshit nur Kindern entflammt. Yeah. Bin nicht interessant, denn da ist schon der Next Big Star am Start. Ja, wie es scheint, werden Fans halt erwachsen. Doch das kann man nicht von Rappern erwarten. Mit 40er Druckhits im Netz sie zu schlagen. Nur wegen paar kritischen Kommentaren. Denn das ist für sie dann männlich und Straße. Ihr Film ist Psycho, als wäre Bates ihr Name. Nennen sich Opfer, doch blamen die Waren. Weil sie kein Skill für Selbstreflexion haben. Das wirkt nicht wie Mann, sondern krass hohl. Das war nicht ganz on point. Das war ein bisschen gehetzt. Und ja, Leute, wie sieht's aus? Findet ihr, dass es gezweckt ist oder ob es nicht gezweckt ist? Also Keks im Mercedes. Keks oder das Wort Keck ist an sich halt, ja, ich würde schon sagen, so ein bisschen gezweckt. Ja, auch wie Bitch oder Spast oder so, ja. Ich finde es halt schon etwas gezweckt, wenn man sagt hier Kekse Mercedes. Ne, oder wie geht es jetzt ähnlich? Oder sitzen jetzt im Mercedes oder so, ja? Oder aber Kekse Mercedes oder Flexe Mercedes würde ich eher, ne, das wäre dann nicht gezweckt. Oder mit der Exe Mercedes, ja? Das wäre natürlich dann halt nicht gezweckt. Der Flow fickt aber. Ja, Mann.
Warte, das können wir natürlich auch gerne mal lauben. So. Diese Aufzählung ist sehr geil gemacht. Der Flexreim ist da egal. U87, nein, weil ich mehr flexe als Kekse Mercedes, ist nicht gezweckt. Doch, Real Flex ist es. Fand ich auch nicht gezweckt. Doch, Emporio Armani. Finde das geil, dass du im ersten Part nicht Faggot gebracht hast. Hätten sehr viele. Ja, Mann. So wie Faxe Mercedes oder so, ja, Mann. Das klingt aber auch ein bisschen komisch. Ist eigentlich nur gezweckt, weil die Konsumgesellschaft als keck gesehen wird. Ja, aber keck ist auch halt trotzdem halt so wie Spast oder wie Bitch. Ja, deswegen ist es halt schon gezweckt. Passt doch in den Kontext. Wieso habt ihr bei euch etwas, keine Kekse Mercedes gehören hier zum Standardbild hier. Oder Stadtbild. Normale Situationsbeschreibung. Der Flow fickt aber, danke, das trifft's auf den Punkt. Gezweckt wie dein Penis. Prime ist nur Kekse im Mercedes. Real Talk. Aber nur die von Prinzenrolle. Prime muss öfter am Abend rausgehen, statt zu streamen. Dann kennt er auch Kekse Mercedes. Leute, ihr seid wild. Ja, mal Kekse Mercedes. Ja, mal grübelt. Alles voll. Er leckt in der Szene, was? Also ich find's fresh. Okay, weiter geht's. Komm, bevor wir uns an den Ecken ausgehen, ja? Und dann sehen wir dann Kekse Mercedes, die in den Ecken rausstehen und den Penis rausheben. Ja, und ihr Lebensstil pflegen. So. Weil sie kein Skill für Selbstreflexion haben, das wirkt nicht wie Mann, sondern krass hohl. Wissen ist Macht, ihr seid machtlos. Gebt diesem Park nie Beachtung, denn diese Pisser hängen ab mit den Faschos. Mir wird von denen auch keiner gerecht. Jeder macht Statements und keiner macht Rap. Die vier Elemente sind leider ab jetzt toxische Männlichkeit, High Fame und Cash. Ich trag für die Szene nur noch Hass im Bauch. Warte mal, das waren aber drei, oder? Toxische Männlichkeit, Hype, Fame und Cash. Hype, Fame und Cash. Ne, das sind vier, okay. Vier Elemente sind leider ab jetzt toxische Männlichkeit, Hype, Fame und Cash. Ich trag für die Szene nur noch Hass im Bauch. Jeder Song eine Melodie, die der Masse taugt. Trage Hass im Bauch. Jeder Song Melodie, die der Masse taugt. Ja, auch nice. Ich find's gut, dass er hier den Flow switcht. Ja. Dass er hier mal wieder ein bisschen Variation noch mit reinbringt. Ich trag für die Szene nur noch Hass im Bauch. Jeder Song eine Melodie, die der Masse taugt. Unterm Strich kann man sagen, die sind wie die Raben, denn die Frage ist nicht ob, sondern was die klauen. Ne, nochmal, kann man, warte mal, hier, da war auch ein geiler ABBA-Technik. Ich trag für die Szene nur noch Hass im Bauch. Jeder Song eine Melodie, die der Masse taugt. Unterm Strich kann man sagen, die sind wie... Hier so unterm Strich kann man sagen, die sind wie die Raben. Die Raben, denn die Frage ist nicht ob, sondern was sie klauen. Ne, denn die Sache ist nicht ob oder was sie klauen, sondern was sie klauen. Ja, Mann. Wenn zwischen Beef keine Zeit mehr für Tracks ist, nehmen sie die, die bereits in den Trends sind. Stehlen die Beats und verschleiern die Message, so dass am Lied nichts mehr bleibt, was noch echt ist. Ist das jetzt Satire oder reines Plagiat? Ich hab leider keinen Plan, weiß nur eins, ich komm in Fahrt. Wenn mir einer von ihnen sagt, sein Track sei kein Imitat und der Track, von dem er klaut, schon in den 90s scheiße war, kann das Gelaber der Clowns nicht ertragen. Werde aggro wie die Downstairs Filiale. Lenk blinde Wut in geflowte Passagen, bis ich sie auf Snapsound auslösch wie Thanos. Auf jeden Fall sehr, sehr geil, dass er auch hier komplett, wie gesagt, komplett durchzieht. Ja, erstmal diesen einen Flow, dann switcht er in einen anderen Flow. Ne, die Technik, sehr, sehr geil. Ja, und hat auch sehr schön so A, B, B, A oder A, B, A, B Techniken drin. Ja, so Reime, Schemata sind richtig... Viele vorhanden, also der spielt hier wirklich komplett, ja, mit der Technik und ist auf jeden Fall für jeden Technik-Freak, ja, ist das ein gefundenes Fressen. Ich ließ mich blenden von großen MCs, dachte sie leben für dope Musik, doch ich merkte, was man sofort erriecht. Aber seine Stimme geht langsam weg, das hört man auch, ne, dass er halt auf einmal so ein bisschen heiser wird, ne. Dachte sie leben jetzt für hier. Dope Musik, doch ich merkte, Doch, ey, da kommt schon ein bisschen so die Stimme,
macht da schon einen kleinen Knickser, ja. Und dass er natürlich Killer Clowns Light hier auch noch hier, ne, mit Clowns in der Szene und sowas, ne? Also ich finde, das hätte man natürlich auch wegstreichen können, weil Killer Clowns Light, ne, hat ja auch hier bewusst natürlich auch damit jetzt gespielt, den Kontakt abzubrechen, ja. Weil sowas sagt man nicht. Ne? Ist ja normal. So, da spielst du halt mit Gefühlen. So. I'm a scat man! Yeah! Bi-ba-ba-ba-da-bo! Real Flexfaun has gifted a sub to gude Tobi 93. Ja, Mann, kurzer Stimmbruch, ja, mit Mitte 20, beste Leben. Ja, Real Flex haut aber auch nochmal ein Geschenk-Abo-Rap hier, ne, ein Geschenk-Sub nochmal raus an den gude Tobi, ne, 93, Hallöchen. Schön, dass du auch hier im Kreis bist. Und, ja, Mann. Ey, wirklich sehr, sehr nice hier, ne? Sehr nice gemacht. Jetzt natürlich, wenn du jetzt den Killer Clown Slide auch ein Geschenk-Abo gibst, dann vielleicht macht er doch keinen Kontaktabbruch. Wer weiß das schon, ja? Deswegen, ich will ja keine bösen Geister erwecken. Aber auf jeden Fall danke für diesen Support, ja? Was man sofort erriecht, Liebe für Deutschrap gleich Chorophilie. Japp, ich bin raus, mach den Dreck doch allein. Deutschrap ist fresher, Fresse und nein, folgt meiner Clique. Okay, das war wahrscheinlich an Eno gerichtet, ja? Deutschrap ist fresher denn je. Für freshere Styles, bald drop dein Album mit fetteren Lines. Als in den Nasen von Merkels Partei, werdet ein Teil dieser Gang und ihr seid Rap-Fans von Rap, der sich endlich befreit von Grenzen, die uns das Rap-Game aufzeigt. Yeah! Fickt euch. One take shit. Ich bin raus. Nur Liebe! Ne, Felix, nur Liebe. Ja. Ein Felix mit Mitte 20 im Stimmbruch. Ja, kann passieren. Ne, muss nicht, kann. Aber hey, sehr nice. Ja, schön, schöner Flow. Nice mit der Technik auf jeden Fall hier gescrabbelt, würde ich mal sagen. Und bis auf diese eine gezweckte Sache, man kann jetzt, ne, sagen, es ist gezweckt, es ist nicht gezweckt. Ja, ist das jetzt mit Keks im Mercedes und so? Ja, jetzt ist es ein Fall für Galileo Mystery. Ihr wisst Bescheid, Ayman Abdallah kommt gleich um die Ecke und übernimmt das Ganze hier. Nee, alles cool. Aber auf jeden Fall ist das schon ein sehr, sehr prachtvolles Werk. Ja, kann man nichts anderes sagen. So, Samson braucht Nikotin. Ah, One Take, 3 Minuten mit Druck durchgerappt. Ist schon hart für die Stimme. Ja, mach mal hier stundenlang Freestyles. Ja, die Stimme muss das abhaben, mein Freund. Ne, so muss das sein. Und Killer Clown Slide hat gesagt, okay, ist alles wieder cool, alles dufte. Ja, Steifen 4 sagt, stabil durchgezogen. Auf jeden Fall. Ja, Flex hat's halt drauf. No Army natürlich, bin ich auch deiner Meinung. Real Flex sagt nochmal den guten Crazy, oh, habt hier meinen Brudis gerne Abos, da gönnt er gerne, ja. So muss das sein, du gönnst natürlich auch mir, ne, bin ja auch ein Brudi, also alles cool. Und, ja man, Crazy, oh, wer weiß, ne, vielleicht ist auch ein Abo für dich da, wer weiß. Die Zeichen stehen in den Sternen und bevor ich halt immer weiter abschweife, lese ich doch ein bisschen was hier. Ja, stabiler Track auf jeden Fall. Auch mal besoffen 2 bis 3 Stunden gefreestylt auf Insta. Ja, Mann. Schon öfters. Auch schon mal über 4 Stunden oder so. Danke, Realflex. Immer muss Künstler alles selbst machen. Ja, Mann. Vielen Dank an alle. Bye. Freezy, haut rein. Ja. Liebe geht raus auf jeden Fall an Freezy. Dankeschön, dass du am Start warst. Und Liebe, Liebe, Liebe. Ja, nur Liebe. Ghost Gang. Ihr wisst Bescheid. Freezy in the house. Und jetzt ist er raus. Aber am Mittwoch, ne, sehen wir uns ja wieder. Bleibt gesund auf jeden Fall. So, Voice, ich bin so independent. Ich poste meine Links selbst in den Chat. Yeah. Yo. Kann man machen, ja. Freezy, bleibt gesund. Ja. So, ich bin's gewohnt, alles selbst zu machen. Ja. Ja, hier, der Crazy O macht ja auch alles selbst. Er macht ja normalerweise auch selber Beats. Ja, aber Mix und Master macht er halt immer selber. Ja, sein Rap halt, ganz normal, der die Videos, ne? Also ist auch ein Allrounder. I'm a Scatman! Ne? Yeah! Bi-ba-ba-ba-da-po! Real Flexfaun has gifted a sub to Crazy Sumo. Ach, guck mal, da haut der Real Flex einfach noch den guten Crazy zum O, ja? Auch einfach mal einen Sub rüber, ne? Ein Geschenksub. Ist doch echt
dufte, ne? Natürlich müsst ihr schauen, wenn euch das alles gefällt, ihr habt jetzt ein Geschenksub bekommen, ob ihr dann weiterhin Sub bleibt, ne? Wie gesagt, es wäre eine schöne Sache, würde mich unterstützen, ja, das ganze Team hier. Und ja, Leute, ist auf jeden Fall eine geile Sache. Es freut mich sehr, dass halt so viele neue Leute dazugekommen sind und jetzt auch hier neue Subs dazugekommen sind. Wir haben hier den September 20%. Ihr wisst Bescheid. Real Flex haut auf jeden Fall richtig auf Gönnermodus, ja. Genauso wie der Ehrenschnitzel. Ehrenflex, Ehrenschnitzel, ja. Eieieiei. Leute, heute ist aber wirklich hier wirklich was los. Also, I'm a scared man. Geil. Und dann gönnt er einfach weiter. Flexfaun has gifted a sub to killer clown slide. Er haut einfach weiter raus und gibt einfach noch den Killer Clown Slide auch nochmal ein Geschenk-Abo. Ja, also so ein Geschenk-Sub. Also wirklich, September ist der Wahnsinn. Ja, wir haben zwar den Hype-Train verpasst, aber Leute, für mich, ja, in meinem Herzen, da geht der Hype-Train auf jeden Fall immer weiter. Ne? Deswegen sehr, sehr nice, Mann. Das freut mich. Ja, das freut mich sehr, Mann. Das ist echt nice, Mann. Du Ehrenmann, danke. Topflex trägt seit neuestem Mantel. Ja, Mann. Der Birrer. Ja, kauft meinen Scheiß auf Amazon hier. Vegane Mantel. Onkel Dexter. Direkt hier, ja, Mann. Veganen Mantel. Ja, Real Talk. Leute, Real Talk, haben wir den auch hier? Ja, hier, guck mal, wir haben auch den Real Talk. Ja. Jetzt haben wir selber einen Real Talk. Aber hier, wir lassen auf jeden Fall ein Like da. Ja, natürlich auch hier ein Abo. Und wir hauen natürlich auch hier den Link in den Chat. Ne? Leute, checkt das auf jeden Fall mal ab hier. Ja, Mann. Hier, war Pizza holen und hab auf einmal ein Abo. Yes, so schaut's aus. Ne? So schnell kann's gehen, mein Freund. Ne? So schnell kann's gehen. Das ist doch schön. So, checkt auf jeden Fall das Werk hier vom FLX ab. Ja, ich lasse hier auch noch mal ein bisschen Liebe da. So, auf jeden Fall ein Technik-Track, der mir sehr gut gefällt. Schön abwechslungsreich. Dope. So, dann machen wir hier natürlich Zack. Ghost Gang. Natürlich nur Liebe. So. Abwechslungsreich müssen wir, glaube ich, dann groß schreiben. Dann haben wir es richtig. Ja, Killer Clown Slide war auch schon da. Kete Traumfahrt auch. Okay, nice, nice. Die. Natürlich ich. Leute, kommentiert da gerne mal. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. So. Also. Leute, Leute, guck mal, wir haben jetzt schon 22:13 und es ist so viel passiert. Leute, geil. Richtig geil. Ja, heute Comeback. Ich fühle mich einfach richtig wohl hier mit euch. Und ja, man, Ehre auf jeden Fall, ne? Für diesen Move. Ist so, Crazio, ist so. Und das wird halt am Mittwoch, ne? Mal gucken. Der zweite Stream. Der dritte Stream und so weiter und so fort. Wir ziehen auf jeden Fall wieder richtig an die Front und ballern auf jeden Fall immer weiter nach vorne.